Aufgabe abgehoben. Hallo YouTube, neues Video, neues Glück in alter Frische. Und zwar, Leute, ihr seht richtig im Hintergrund, ich habe mich mal wieder an eine Tierlist gesetzt und wir greifen heute mal das Thema auf, die 25 besten Damage-Dealer an der Hydra. Ich mache das Video ganz bewusst, weil es vielleicht viele da draußen gibt, die einige von diesen Helden haben und gar nicht wissen, wozu dieser Held eigentlich in der Lage ist zu leisten. Speziell jetzt einmal konzentriert auf die Hydra. Und vielleicht findet der eine oder andere von euch jetzt dadurch ein Schmuckstück heraus, was er so noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Was meiner Meinung nach unglaublichen Damage machen kann an der Hydra, je nachdem wie euer Gearstand ist etc. pp. Aber so die Groborientierung, denke ich, stimmt schon. Wenn ihr natürlich noch jemanden habt, den ich jetzt hier vergessen habe, natürlich ab in die Kommentare mit euch. Wie immer können wir natürlich gerne drüber schnacken. Ist jetzt auch von mir so relativ schnell auch zusammengewürfelt, wenn ich ehrlich bin. Aber ich wollte mir gar nicht so eine große Platte machen. Ich habe die Helden jetzt mal so für mich rausgesucht. Und ja, wir gucken mal, was dabei rauskommt. Ich werde jetzt zu jedem Helden mal so noch eine halbe Minute ein bisschen was labern, warum dieser Held hier drauf ist und warum er so gut Damage machen kann. Ich habe das Ganze auf 25 jetzt reduziert, weil es einfach zu lang werden würde sonst. Und mal so ein paar Helden, die es jetzt knapp nicht geschafft haben, sind zum Beispiel solche Epics wie Husk oder einen königlichen Wächter, die immer noch richtig guten Damage machen können. Aber meiner Meinung nach gibt es halt 25, die besser sind. Es gibt noch zwei, drei andere, die wollte ich aber noch nicht drauf nehmen. Zum Beispiel so ein Carnage, weil es dazu jetzt aktuell noch nicht so viel gibt, der aber auch sehr, sehr krass normalerweise hier auch unter den 25 besten wäre. Aber da es der noch nicht wirklich auf den Accounts von den Leuten ist, habe ich den ja erst mal außen vor gelassen. So, wie bewerten wir das Ganze? Ganz wichtig, Leute, ich bewerte hier nur den reinen Damage. Ich versuche, das, was dieser Held zusätzlich bringt, sei es Buffs, sei es ja irgendwelche anderen Faktoren, Debuffs, ein bisschen außen vor zu lassen und wirklich nur auf den reinen Schaden mich zu beziehen, den dieser Held austeilen kann. Das Ganze funktioniert aber in der Realität nicht. Unterbewusst schwingt halt noch mit, wenn Rasselberg uns den Geschwindigkeitssteiger gibt. Dann habe ich das im Kopf und dann muss ich das zum Teil zumindest ein bisschen unterbewusst in meine Wertung mit einbeziehen. Ich habe das Ganze jetzt kategoriert. S++ sind die absoluten Monster in diesem Spiel. Davon gibt es meiner Meinung nach nur zwei. S+ und A, B, C, je nachdem, wird es ein bisschen, werde ich das Ganze noch einkategorisieren, dass ihr zumindest noch seht, oh, ich habe jetzt einen Damage-Dealer von S+, dann muss der ja ziemlich gut sein, damit ihr das Bescheid wisst. Wir fangen einfach mal vorne an und wir starten mal ganz vorne. Ich werde die Reihe jetzt hier durchgehen. Fangen wir an bei Varl. Varl ist so ziemlich mit das größte Schmuckstück, weil es ein Held ist, den jeder bekommen kann, der den Doom Tower länger spielt. Varl steigert seinen Angriffswert, je länger der Kampf dauert, bis zu 100% müssten es sein. Das macht Varl unfassbar stark. Angriffsverringerer noch mit drin, Schwächung mit drin, mega gut. Haut mit seiner A3 unglaublichen Schaden raus. Also wir reden bis zu 4 Millionen pro Hit mit seiner A3. Deswegen kommt Varl für mich ganz klar bei S+ rein. Mega guter Held, wer ihn hat, unbedingt nutzen. Dann nehmen wir als nächstes den guten Grasur. Grasur hat auf seiner A2 einen Max-LP-Hit, was immer gut ist, zumindest bis zu einem gewissen Gearstand. Aber bei Grasur hat nur AOEs und wenn man ihn wirklich gut auf Damage baut, haut er auch mit seiner A1 gut zu und haut mit der A3 nochmal sehr, sehr gut zu, weil die A3 erst ein Defense hält. Wer ihn also mit viel Defense baut, viel Crit Damage baut, ein bisschen Speed mit rein, dann haut der richtig dolle zu, gerade wenn man ihn im Letal-Set baut oder im Slayer-Set. Slayer wäre so das i-Tüpfelchen für ihn, weil er nur AOEs hat. Deswegen, wenn wir den reinen Damage uns angucken, kommt er aber für mich, ja, hinter Varl auf jeden Fall. Dann haben wir den ersten Epic auf der Liste. Es gibt auch ein paar Epics, Gott sei Dank, das ist die gute Alika. Alika hat ist so eine kleine Nische, weil Alika hat eine sehr interessante A2. Ihre A2 ist ein Single-Target-Hit, also ein Hit, der nur einen Gegner angreift. Aber dieser Hit ignoriert 50% der Zieldefensive und sie hat sehr, sehr starke Multiplikatoren. Und das Schöne, diese A2 ist auf 2 Runden Cooldown, also 2 Runden Abklingzeit, bookbar. Mit der richtigen Mastery, mit Gewaltzyklus, habt ihr diese A2 anstatt 2 Runden sehr, sehr oft hintereinander weg. Das heißt, sie hat nur eine Runde Cooldown und kann dadurch sehr, sehr schnell mit dieser A2 durchcyclen. Und diese A2 macht unglaublichen Damage. Deswegen Alika für mich auf jeden Fall auch unter den Top 25. Ich würde sie mal, ich würde sie schon noch auf A setzen, wenn ich ehrlich bin. Ja, machen wir auf A. Ich muss mal gucken, ob hier in C nachher überhaupt noch jemand kommt von der Liste, weil das sind wirklich alles sehr, sehr, sehr starke ja, Biester hier. Dann haben wir den ersten Mythic auf der Liste. Ich bin sowieso so ein bisschen Mythic-Muffel, muss ich sagen. Ich habe Garryl selber noch nicht gespielt. Ich weiß auch von anderen Accounts, auch aus der Community, wozu Garryl in der Lage ist. Und Garryl ist meiner Meinung nach heute
der zweitbeste Damage-Dealer an der Hydra. Aufgrund seiner Passiven, er hat immer eine Chance, sich mit anzugreifen. Bitte in der zweiten Form ihn an der Hydra spielen. Er macht unfassbaren Damage, deswegen Geralt für mich auf jeden Fall S++. Und er wird, Spoiler-Alarm, der zweitbeste Damage-Dealer bleiben. Dann kommen wir zu Akrizia. Und Akrizia ist sowas wie, Akrizia fällt der Zeit so ein bisschen zum Opfer, würde ich sagen. Weil das Ding ist, Akrizia hat nur Max-LP-Hits. Das macht sie, wenn wir die Zeiten jetzt 6 Monate zurückspulen, ist Akrizia wahrscheinlich der beste Damage-Dealer im Spiel. Mittlerweile muss man sagen, die ganzen Bereichsboni durch die Live-Arena sind reingekommen und da fällt Akrizia, weil ihr Damage, den sie pro Hit machen kann, immer gecapped ist auf die maximale LP eures Gegners. Greift den Hydra-Kopf an, der 5 Millionen LP hat, dann ist dieser Damage immer gecapped auf den 500.000 oder 50.000, je nachdem. Und das ist schwierig, ja. Die kann halt nicht mehr Damage machen, als die LP eures Gegners abhängig ist. Und deswegen ist Akrizia ein bisschen aus dem Roster für mich rausgefallen. Deswegen, wenn ich jetzt Akrizia vergleiche mit einer Alika, mit einer stark gebauten Alika, kommt Akrizia vermutlich da nicht mehr hinterher. Ich würde sie trotzdem jetzt noch davor setzen, weil overall ist Akrizia leichter zu bauen als zum Beispiel eine Alika. Eine Alika muss sehr stark gebaut sein. Eine Akrizia braucht nicht so viel Crit Damage, dass sie auf den verschiedenen Damage Output kommt. Aber Alikas Damage Output, wenn sie krankes Gear hat, ist definitiv höher als Akrizia. Nichtsdestotrotz würde ich das Ganze jetzt erstmal so anordnen. Dann haben wir ein bisschen überraschend für viele, denke ich, dabei Ronda. Ronda, warum Ronda? Ronda hat eine sehr, sehr starke A2 in Kombination mit einer sehr, sehr starken A1 in Kombination mit ihrer passiven Fähigkeit, wo sie eine Chance hat, sich mit anzugreifen von jeder Attacke eines eurer Verbündeten. Und das macht Ronda so ein bisschen zu einem, sehr, sehr unterschätzten Held. Und für mich ist sie wirklich ein sehr, sehr guter Damage-Healer an der Hydra. Problem ist, sie ist sehr squishy, sie fällt sehr leicht um, kann aber gerade mit ihrer A1, wenn ihr einen Gruppenangriffshelm mit drin habt, kann die da richtig, richtig ausarten. Immer auf geköpfte, abgeschlagene Köpfe im Idealfall schlagen mit ihr. Dann haut die da richtig die Millionen-Hits auch mit ihrer A1 raus. Deswegen würde ich Ronda trotzdem hiermit bei A auf jeden Fall reinsetzen. Dann haben wir den guten Knut. Knut, die wahrscheinlich beste Fusion vom letzten Jahr. Ja, definitiv, muss man ehrlicherweise sagen. War damals, als er rauskam, auch ein Monster an der Hydra. Hat jeder wie gespielt. Mittlerweile muss man ehrlicherweise sagen, ist er so ein bisschen abgefallen. Zumindest in den Accounts, die ja bessere Alternativen haben, muss ich ganz klar sagen. Deswegen ist, Knut, er hat zwar einen krassen Max-LP-Hit mit Trap-Triple-Hit, das Ganze allerdings auf 4 Runden Cooldown. Deswegen tue ich mich mit Knut ein bisschen schwer und muss den guten Knut sogar hinter Ronda aktuell setzen, ja. Ich betrachte es jetzt aus der Perspektive, ihr habt krankes Gear und die Helden hätten alle dasselbe Gear an, dann kommt halt Knut nicht mit Ronda mit, definitiv nicht. Dann haben wir Taras auf der Liste. Taras ist in den meisten Rekordteams an der Hydra immer dabei oder quasi immer dabei. Ich muss aber dazu sagen, ich selber bin kein großer Freund von Taras an der Hydra. Ich weiß, er macht unfassbaren Schaden mit seiner A3, kann in den richtigen Momenten, keine Ahnung, 15 Millionen Hits machen auf Albtraum. Das Problem ist aber, diese A3... Oder sagen wir mal so, Taras A1 ist dafür zu schwach. Die A1 bringt einen Rundenmeter Steigerer für die Gruppe mit. Das ist nice to have, das ist cool. Aber die A1 hittet nicht besonders stark, leider. Das Ganze kann man jetzt aber umdrehen und sagen, ja, dafür ruppt die A3 den ganzen Schaden, den ich mit der A1 nicht mache, wieder raus. Und das ist auch der Grund, warum Taras diesen enormen Damage trotzdem fahren kann. Und deswegen gehört Taras für mich hinter Varl, aber vor Grasur. Hier in der Mitte. Ich finde Varl einfach zu krass. Also wirklich absolut kranker Held. Dann haben wir Otorion. Ich habe Otorion vor kurzem gezogen und Otorion ist direkt in mein Brutal-Team gekommen bei der Hydra. Und Otorion macht einfach mega guten Schaden. Hat auf seiner A2 auf 3 Runden Cooldown gebuckt einen Max-LP-Doppelhit. Wartet mal, ist es 3 Runden? Es müssten 3 Runden sein, oder? Und die A3 sind 4 Runden. Ja, genau. Die A3 bietet euch noch eine Zusatzrunde, deswegen könnt ihr die A2 dann noch ein bisschen öfter nutzen. Das sind gar nicht 3 Runden, sondern mag punktuell nur 2 Runden. Max LP, Doppelhit. Er hat nicht so die krassen Multiplikatoren, muss man sagen, nicht vergleichbar mit Knut, aber er macht trotzdem sehr guten Schaden. Bringt im Unterbewusst, haben wir gesagt, wollen wir es eigentlich ausblenden, aber er bringt halt den Blocke Buffs Debuff mit. Deswegen würde ich Otorion ganz knapp hinter Akrizia setzen. Aber das ist schon wirklich fast auf einer Stufe. Der Vorteil ist, Akrizias Void
Aber prinzipiell, diese beiden sind sehr, sehr eng beieinander für mich. Dann kommen wir als nächstes zu dem guten alten Maschalt. Maschalt war früher ein unfassbar schlechter Held, mittlerweile wirklich ein sehr, sehr, sehr guter Held. In jedem Bereich im Spiel, auch an der Hydra als Damage-Dealer sehr, sehr gut. Ihr braucht ihn mit Genauigkeit spielen, weil er den Inzin-Buff braucht. Wenn er Inzin setzt auf alle Köpfe, das macht er farbunabhängig, weil er den nur verleiht, ohne anzugreifen. Das heißt, die Farbe spielt keine Rolle für diesen Effekt. Und danach greift er mit seiner A1 alle Gegner an. Das Problem ist, Maschalt hat eine Zusatzrunde in seinem Kit. Das heißt, wenn ihr im Team einen Angriffssteigerer mit habt für ihn, damit er mehr Damage macht, verliert er den durch diese Zusatzrunde relativ schnell. Und das lindert ein bisschen den Schaden, den Maschalt machen kann. Nichtsdestotrotz, wenn man mal im Unterbewusst wieder mitrechnen, Geschwindigkeitssteigerer, Entziehen für alle, sehr guter Damage. Die A3 bitte, wenn ihr ein Team-Setup erstellt, immer ausmachen. Ansonsten wird er definitiv von Mischief gefokust. Overall wirklich ein sehr, sehr starker Damage-Dealer und für mich knapp vor Alika, aber hinter Otorion, ehrlicherweise. Wir machen es mal so, weil wenn ich jetzt mal wirklich überlege, dass wir sagen, wenn wir dem krasses Gear anziehen, macht er mehr Schaden als eine Akrizia, ohne Wenn und Aber. Deswegen, wir lassen es mal so. Ja, fühle ich mich einfach wohler. Dann kommen wir als nächstes zu Alas. Alas, der Mythic bei den Barbaren. Ja, Barbar. Ist der beste Deathnuker im kompletten Spiel. Hat die krassesten Multiplikatoren. Hat eine Passive, dass er seinen Defense-Wert steigert. Der Schaden abhängig von Death und LP. Kann unglaublich hart reinhitten. Provoke mit im Kit, was man natürlich noch ein bisschen beachten. Hat noch den LP-Burn im Kit, der dann noch mehr Damage auslöst. Deswegen Alas. Kommt definitiv auch auf die Liste und ich setze ihn knapp vor Grasur, aber hinter Taras aktuell. Ja. Dann haben wir drin die gute alte Zizia. Zizia ist so ein Held, der eigentlich ein bisschen rausfällt aus dem Roster, aber für mich trotzdem noch immer noch einen guten Damage-Faktor machen kann, weil sie halt den LP-Burn platziert, Zusatzrunde bekommt, wenn alle LP-Burn haben und dann LP-Burn auslösen kann. Und damit dann noch Deftung und Schwächung verleihen kann. Das sind zwei Debuffs, die sehr, sehr essentiell sind. Zizia hat leider auf ihrer 1 nicht so gute Multiplikatoren. Deswegen, wenn ihr Zizia habt, baut sie bitte nicht krass auf Damage. Ja? Baut sie lieber tanky in Reflex oder in Relentless, also unnachgiebig, dass sie oft rankommt und schnell durch ihre Fähigkeiten durchcyclen kann. Sie macht nicht diesen großen Damage mit ihren Skills. Sie macht den Damage über den LP-Burn und den LP-Burn auslösen. Deswegen Zizia packe ich aktuell knapp vor Knut. Ja, vor Knut. Dann kommen wir zu Marius. Der gute Marius ist ja aktuell, viele grinden aktuell auf Marius, ich auch. Ich habe es ein bisschen vernachlässigt die letzten Wochen. Das hole ich jetzt stark nach, weil Marius ein absolutes Monster ist. Und für mich... Ich will nicht sagen, wirklich hier oben mit dabei bei S++, weil da kommen gleich, wie gesagt, da kommen nur zwei rein. Aber Marius gehört für mich noch vor Wahl an zweiter Stelle bei S+, mit ganz großem Hang hier hoch. Wer Marius gut gebaut bekommt, annehmensweise im Slayer-Set mit neuen Teilen, ja, wir gehen immer von dem Maximum aus, was wir uns bauen könnten, dann würde Marius extrem ausrasten. Er hat nicht so die krassen Multiplikatoren auf seiner A2, was sein großer Hit ist. Ist die A2 sein großer Hit? Wartet, ich will nichts Falsches erzählen. Lass mich gucken. Und zwar, wo ist denn Marius? Und das für eine Dings? Jetzt habt ihr mich. Ogryn ist es nicht. Salamander ist es nicht. Skinwalker ist es auch nicht. Ork ist es nicht. Was ist denn Marius? Noch kein... Hä? Wo ist Marius, Leute? Schreibt es in die Kommentare. Bin ich blöde? Ist der noch nicht im Index? Der muss doch im Index sein. Dunkelelf, Untote, Dämonen. Seht ihr, jetzt habt ihr mich. Ork ist es nicht. Ach ja, warte mal, das war ja Heiliger Orden, wa? Nee. Hä? Wo ist Marius? Ich bin jetzt alle durchgegangen und er ist nicht im Index. Das kann doch nicht sein. Hat Plyme dir noch nicht zum Index hinzugefügt? Bismarck? Mesomelgaleus, Peril, Carnage, Calamitus, genau, Aphidus, Rixia,
Olni, dann kommt Toshiro und Lady Mikage. Und Abe ist so nice. Nee, dann ist er noch nicht im Index. Ich glaube, es ist ein Skinwalker. Jetzt habt ihr mich erwischt. Egal, wir lassen das mal außen vor. Ja, wie gesagt, er hat einen Triple-Hit, Max-LP auf 3 Runden Cooldown. Dev-basierter Held, mega gut. Er hat nicht so die krassen Multiplikatoren, würde ich sagen, aber trotzdem, ja, er kloppt die Köpfe so schnell runter, dass einfach nur Wahnsinn ist. Und deswegen für mich definitiv S+, mit ganz starkem Hang hier hoch. Auch wenn der Damage gecapped ist, aber ihr habt ihn halt, er ist Void, er kann nicht schwach treffen, unfassbar. Er haut da die 8 Millionen Hits nur so raus, wenn die Köpfe abgeköpft sind. Abgeschlagen sind. So, dann haben wir als nächstes die gute Flüstern. Flüstern, wer meine Streams kennt, der wird wissen, ich habe eine Flüstern auf 6 Sterne und die haut sehr, sehr, sehr krank zu. Flüstern würde ich eine Stufe mit Alika setzen. Das Problem ist, oder der Vorteil ist, Flüstern hat mit Zusatzrunde in seinem Kit, das kann punktuell helfen, aber der Damage-Output wird mit Alika ungefähr auf einem Level sein. Ich setze sie trotzdem ganz knapp vor Alika, aber Flüstern, wer sie hat und einen Damage-Dealer braucht, die haut zu. Dann haben wir auf der Liste Teumesia. Teumesia, ein Held, der wirklich guten Damage machen kann. Viele sehen in Teumesia immer nur den Helden, der LP-Burn durch die Giftwolke setzt. Das ist natürlich sehr, sehr hilfreich. Aber Teumesia hat in ihren Skills auch super viel Damage. Also wer Teumesia wirklich voll auf Damage baut, die haut auch über 1 Million Hits ohne Probleme raus. Und das sollte man wirklich nicht unterschätzen. Deswegen Teumesia für mich vor Ronda auf jeden Fall und auch vor den beiden Epics. Ja, genau. Dann als nächstes haben wir den guten Rathalos Blademaster. Rathalos Blademaster, wir alle haben ihn bekommen, zumindest wenn ihr damals schon gespielt habt. Und er hat eine sehr, sehr, sehr große Kontroverse ausgelöst damals. Manche Hits sind krank. Ja, 17 Millionen Hits hatten wir auch im Video. Das ist natürlich krass. Aber Rathalos ist ein bisschen abhängig vom Team drumherum. Ihr braucht einen Angriffssteigerer im Team. Wobei, braucht ihr den? Verleiht er sich nicht selber? Wartet. Rathalos. Verleiht Rathalos sich den Angriffssteigerer selber? Ich glaube ja, oder? Nee, es war ein Crit-Damage-Steigerer. Genau. Das heißt, ihr braucht einen Angriffssteigerer ringsherum. Aber wenn ihr LP-Burn im Team habt, macht Rathalos extremen Schaden. Das Problem ist, ähnlich wie bei den ganz normalen Angriffs-Nukern, er muss halt am Leben erhalten werden. Wenn ihr das schafft und ihr habt konstant LP-Burn auf euren Köpfen, dann ist Rathalos in der Lage, extremen Damage zu fahren. Und das reden wir wirklich von extrem. Ich würde ihn sogar hinter Marschall knapp setzen, aber tatsächlich vor Akrizia. Ja, weil sein Damage, wie gesagt, nicht gecapped ist. Dann kommen wir als nächstes zu Quintus. Zu Quintus habe ich ein Video gemacht, wenn ihr Gruppenangriff-Helden habt im Team und Quintus, seine A1 ist ein Vierfach-Hit im Normalfall, sage ich mal, dann kann Quintus extremen Schaden fahren. Also mehr als Ronda mit ihrer A1 auf jeden Fall, auch mehr als Alika, auch mehr als Whisper, mehr als Teumesia würde ich sagen auch, aber dann hier so hängt es dann langsam ab. Es kommt drauf an, wenn man ihm wirklich gutes Gear anzieht, dann ist er auch vor Akrizia. Deswegen, ich würde ihn sogar vor Akrizia setzen. Ja, immer vorausgesetzt, Leute, ihr habt hier perverses Gear drauf, ihr habt euren Bereichsboni gelevelt, dann erzielen diese Helden alle mehr Damage als klassische Max-LP-Hitter. Bei Marius ist es eine Ausnahme, weil Marius halt diesen großen Max-LP-Hit alle 3 Runden hat. Und das kann, und Void ist ein Riesenunterschied nochmal machen. Dann kommen wir zu meinem, ja, wahrscheinlich größten Schmuckstück auf der Liste. Das ist der gute alte Phoenix. Und Phoenix, wer meine Videos gesehen hat oder wer in meinen Streams dabei ist, der wird wissen, Phoenix kann unter den richtigen Umständen mit krassem Gear bis zu 3 Millionen Schaden machen auf seiner A1 bei der Hydra. Und das macht natürlich Phoenix. Wie gesagt, er macht diesen Schaden mit seiner A1. Und das ist ein riesen Vorteil. Ihr braucht keinen, ihr müsst nicht eine Cooldown abwarten. Ihr könnt mit Phoenix einfach draufhauen. Gleichzeitig bringt er noch ein paar geile Debuffs mit, die ihr an der Hydra immer braucht. Und wenn ich jetzt ehrlich bin, kommt dieser Phoenix vor Marschalt und auch vor Grasur. Und überleg gerade, wenn wir wirklich krasses Gear haben, wer macht mehr Schaden? Macht Taras mehr Schaden? Da muss ich überlegen. Und wir reden ja von einem Epic. Ich würde sagen, wir machen das Ganze trotzdem so.
wir machen das Ganze so. Ehrlicherweise, so ehrlich müssen wir sein, Phoenix ist ein Epic. Und wenn wir mal gucken, was für eine Gesellschaft der ist eingegrenzt von Alas, Grasur und Taras, da ist er in der Mitte. Das zeigt schon, was Phoenix imstande ist, für einen Damage-Output zu geben. Wer meinen Key gesehen hat, der hat da 400-500 Millionen gemacht. Das ist schwer beeindruckend, was ja ein Epic da imstande ist zu leisten. Dann kommen wir zu Harima. Harima, auch ein unglaublich guter Damage-Dealer. Harima hat halt die Passive, sie steigert ihren Defense-Wert über die Kampfdauer. Und Harima hat sehr, sehr, sehr starke Multiplikatoren. Dazu auch ein gutes Kit, wo sie ein Triple-Hit, müsste es sein, hat, wo sie die Defense von dem Gegner punktuell runternehmen kann, was dann wieder dafür sorgt, dass sie noch mehr Damage macht. Hat einen Provoke mit dem Kit, einen Angriffsverringerer mit dem Kit, das will ich ein bisschen zumindest im Hinterkopf noch haben. Harima kann richtig, richtig, richtig dolle ausrasten und deswegen setze ich sie zwischen Grasur und zwischen Alas, weil Alas ein bisschen besser noch ist, gerade was die Multiplikatoren anbelangt. Dann haben wir auf der Liste Gismak. Gismak, ein Mythic, der LP-Burn setzt, LP-Burn auslösen kann. Und punktuell wirklich noch richtig guten Damage macht. Er ist für mich nur ein bisschen Nische. Ich habe ihn noch selber noch nicht gespielt oder getestet. Ich kann mich ja da jetzt nur ein bisschen auf andere verlassen. Und deswegen will ich Gismak auch nicht zu hoch bewerten, wenn ich ehrlich bin. Ich würde ihn hinter Grasur aktuell ansiedeln. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, das kann auch sein, dass er hier ein bisschen weiter vorne ist. Oder sogar punktuell ein bisschen weiter hinter. Ich weiß es aktuell nicht. Deswegen würde ich ihn jetzt mal auf eine Stufe vom Damage-Output bei Grasur ansiedeln. Dann haben wir den guten Torvold. Und das ist, denke ich, auch für viele eine Überraschung. Warum Torvold? Torvold hat nur Single-Target-Attacken, auch keine großen Multi-Hits. Hat einen Angriff, wo er zweimal angreift. Aber das ist alles nicht so geil. Das Ding ist, wer einen gut gebauten Torvold hat und da noch ein paar Seelen drauf hat und den Bereichsboni gut gelevelt hat, dann haut der Torvold da die Millionen mit seinen Hits nur so raus. Er ist Void, er kann nicht schwach treffen. Wenn man mit ihm, mit seiner A1 oder mit seiner A3 oder A2, ich weiß es nicht, ich verwechsel die immer, angreift, dann kann Torvold da richtig, richtig ausarten und richtig, richtig viel Damage machen. Deswegen ist Torvold für mich mit auf dieser Liste und ich würde ihn ungefähr irgendwo im Bereich von Ronda anliefern. Ich würde ihn vor Ronda noch knapp setzen. Wobei, Ronda hat die Passive. Nee, ich würde es hinter Ronda, knapp hinter Ronda, so lassen wir es. Ja, gefällt mir. So, dann kommen wir zum guten alten Ninja. Und Ninja ist sowas, Grüße an Lordi an der Stelle, der bei vielen Accounts leider komplett in Vergessenheit gerät, weil viele ihn am Sandtrüffel nehmen oder im Region-Set und so weiter und so weiter. Aber Ninja hat die Passive, dass er auch wieder, ähnlich wie Harima, seinen Angriffswert steigert und da richtig, richtig, richtig dolle zuhauen kann. Sei es mit der A1, sei es mit der A3 oder sei es halt mit der A2 mit seinem LP-Burn, den er gleichzeitig noch auslöst. Gerade auch wer eine Mikage hat und die A1 im Schattenwesen mit angreift, da kann Ninja richtig, richtig rausrasten. Und für mich gehört Ninja, jetzt kommt ein bisschen die Überraschung, nicht in A+, sondern wirklich hier oben hin. Und ich würde ihn sogar vor Gismak setzen, weil er halt so kranke Multiplikatoren hat. Und die Passive, er seinen Angriffswert steigert, das macht Ninja wirklich sehr, sehr, sehr stark. Unterschätzt bitte Ninja nicht. So, dann kommen wir zum letzten Mythic auf dieser Liste, die letzten drei. Der gute Toshiro. Ich möchte zu Toshiro eigentlich gar nicht so viel sagen. Toshiro ist der beste Damage-Dealer an der Hydra im kompletten Spiel. Toshiro hat unfassbar starke Multiplikatoren. Auch Toshiro steigert seinen eigenen Angriffswert. Und das sorgt einfach dafür, dass dieser Held gerade mit seiner A2 bookt. Wenn ihr ihn habt, bookt bitte nur die erste Form. Ihr nehmt nur die erste Form an der Hydra, wo er Deathdown Entziehen verleiht und dann mit seiner A2 viermal zufällig angreift. Und diese A2 haut unfassbaren Schaden raus. Klar, ihr habt dann den Damage-Steigerung, wenn ihr Entziehen auf den Gegnern habt. Ich habe Hits gesehen, jenseits der 10 Millionen mit dieser A2, die gebuckt auf 3 Runden Cooldown ist. Toshiro ist aktuell wenn ihr das Maß aller Dinge, natürlich braucht ihr krasses Gear, um ihn krass zum Laufen zu bekommen, aber er steht für mich vor Geryl. Das ist eine Ansage. Ja, lange Zeit war Geryl mit Abstand der beste Held. Mittlerweile muss ich sagen, Toshiro ist besser. Dann kommen wir zum guten alten Michinaki. Michinaki so ziemlich mit der beste Held
der beste Damage-Dealer sogar an der Hydra, wenn wir alles, das Kit drumherum noch mit uns ansehen, weil er bringt so viel mit. Er macht kranken Schaden mit seiner A1, er macht guten Schaden mit seiner A2 und mit seiner A3, bringt essentielle Debuffs mit, hat eine Chance immer mit Hex anzugreifen. Michinaki einfach ein unglaublich starker Hydra-Held, vielleicht sogar der beste auf der ganzen Liste, wenn es darum geht, wenn man sich einen Helden aussuchen müsste für die Hydra, wäre er auf jeden Fall bei mir unter den Top 3 auf jeden Fall. Und wenn wir den Damage-Output uns angucken, ist der auch sehr, sehr, sehr hoch. Ich bin ein bisschen geneigt, man muss ein bisschen differenzieren, er macht halt Hex und dadurch kommt passiv bei ihm immer noch ein bisschen Schaden der anderen dazu. Deswegen muss man das ein bisschen ausklammern, aber nichtsdestotrotz ist Michinaki für mich knapp vor Harima, was schon krass ist. Aber ich habe im Hinterkopf da auch ein bisschen die Debuffs noch, die ersetzt. Wenn wir jetzt den reinen Damage uns angucken, wäre es wahrscheinlich eher so. Ich habe keine Harima und ich bin ein großer Michi-Fan. Deswegen setze ich den guten Michi knapp noch davor. Dann haben wir den letzten. Ja, also B und C, gesehen, da kommt gar nichts rein. Hätte ich mir auch eigentlich dann drei Reihen nehmen müssen. Egal, fürs Video ist es jetzt irrelevant. Dann haben wir noch die gute Gala. Und ich habe Gala tatsächlich getestet. Ich habe den Vergleich zwischen Phoenix, Whisper und Gala. Alle diese drei Epics haben bei mir 6 Sterne. Gala plus 1, glaube ich, mittlerweile bei mir. Und wenn ich es mal speziell jetzt mit Whisper vergleiche, fällt Gala für mich ein bisschen ab. Das heißt, Gala macht für mich nicht den Damage, den Alika oder auch Whisper machen können, sondern ein bisschen weniger. Es heißt nicht, dass das jetzt schlecht ist. Aber es heißt, dass das trotzdem ja nicht ganz mithalten kann mit diesen anderen Epics. Deswegen würde ich Gala trotzdem noch vor Zizia setzen und trotzdem sogar vor Torvold setzen. Aber ja, für mehr reicht es meiner Meinung nach nicht. Die anderen, Ronda ist dann punktuell ein bisschen besser aufgrund der passiven Fähigkeiten, die sie dann halt hat. So, Leute, da sind wir durch. Also ihr seht schon, der Letzte auf der Liste ist Knut, um Gottes Willen. Aber da sieht man halt auch, wie Knut ein bisschen für mich rausgefallen ist. Ich merke gerade, wir haben einen Helden vergessen. So, jetzt musste ich noch einen kurzen Cut machen, weil ich hatte doch tatsächlich einen Held vergessen. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wann kommt er denn? Und er kam nicht. Das heißt, ich habe vorher diesen Helden vergessen. Das heißt, es sind nicht die 25 Besten, sondern die 26 Besten. Das heißt, wir müssen Knut sogar rausnehmen, denn wir haben den guten Razzlewarg vergessen. Und Razzlewarg muss definitiv auf diese Liste, weil Razzlewarg unglaublichen Damage macht. Deswegen, Razzlewarg muss auf die Liste. Razzlewargs A1 hittet ja eine gute Million auf jeden Fall, wenn ihr ihn gut gebaut habt auf Albtraum, wenn der Kopf abgeschlagen ist. Hat gleichzeitig noch ein sehr gutes Kit drumherum. Er steigert seinen Schaden abhängig von seinem Speedwert, den er im Verlauf des Kampfes steigert, wenn er die A3 nutzt. Das macht Razzlewarg wirklich zum absoluten Monster an der Hydra. Bitte nutzt den, bitte baut den voll auf Damage, wenn ihr ihn habt. Und Razzlewarg kommt für mich sogar ja, knapp hinter Gismak, aber immer noch in die S-Plus-Kategorie und damit knapp vor Marschalt. Das soll nicht untergehen. Razzlewarg muss auf die Liste, sonst würde ich mich hier unglücklich fühlen. Aber das ist ja overall meine Liste, so wie ich die ganzen 25, in dem Fall jetzt 26, Damage-Dealer anordnen wollen würde. Und vielleicht hat der ein oder andere von euch jetzt ein bisschen was mitbekommen. Oh, ich habe ja die Alika. Die könnte ich mir vielleicht mal bauen. Ich habe ja den Rathalos. Vielleicht sollte ich den mal nutzen mit dem LP-Burn zusammen. Vielleicht verschafft dem ein oder anderen das da draußen ein bisschen mehr, ja, ein bisschen mehr Damage-Dealer, die man noch nicht auf dem Schirm hatte. Wenn ihr eine andere Meinung habt, Leute, kein Thema. Ihr dürft natürlich eine andere Meinung haben. Jeder Mensch ist ein bisschen individuell. Man könnte sicherlich auch ein bisschen was rumschieben. Aber so overall, denke ich, bin ich mit der Liste ganz zufrieden. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wenn ich jemanden vergessen habe. Valkan hatte ich noch mit, aber den habe ich dann wieder rausgestrichen, der auch guten Damage machen kann. Aber so ein paar, ja, die Epics, wie gesagt, Royal Guard, Husk, das ist alles okay, aber für mich reicht es nicht für die 25 bzw. jetzt 26 besten Damage-Dealer. In dem Sinne, Video ging schon viel zu lange. Ab in die Kommentare mit euch und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Euer Ezi, macht's gut. Tschüss.